Paramedic, vielen Dank für dein Follow. Ich habe keine Ahnung, was du mir mit dieser Sache sagen wolltest. Dass du keine DT riskieren sollst. Einfach chillig deine Pace jetzt zu Ende fahren. 25 Sekunden Polster haben wir insgesamt. Doch, doch, ich fahre noch 3K. Nee, Arrow, alles gut. Das war jetzt nichts Böses. Ja, aufgrund dessen, dass wir mit P2 theoretisch safe haben, würde ich vorschlagen, dass wir dann 2,45 Minuten Stints fahren. Du oder also, wir beide? Wir beide. Also jeder 1,45 Minuten Stint. Da haben wir alle beide dieselbe Fahrzeit. Ja. Okay, dann machen wir das so 2x45 Minuten. Da kommt ja 35 okay. rein. Ah, also 47 Minuten müssen wir dann bloß mal Sprit auslöschen. Was sollen wir denn da in der Box verlieren? Schalm muss jetzt demnächst irgendwann rein. Das ist... Der muss ja noch zwei Boxenstops machen. Oder nicht? Bin ich jetzt doof? Also wir verlieren halt 15 Sekunden. Schalm ist gerade in die Box. Ist er gerade in die Box, ja? Ja, Schalm steht jetzt in der Box, okay. Ja, der muss dann nochmal Reifen wechseln. 100%. Also wir machen das so. 2x45 Minuten, keine DT kassieren und alles ist gut. Mach mal für 44er Zeiten, Obi-Wan. Das ist vielleicht eh eine Runde mehr. Ne, Charinator, das lohnt sich nicht. Es gibt keine Max-Stint-Zeit. Okay, 88 Liter. Könnte ungefähr hinkommen. Das sind ja zwei Drittel vom Tank. Bisschen mehr als zwei Drittel. Aber wo hast du den Spritverbrauch jetzt her? Hast du dir den aufgeschrieben? Ah, okay. So, der hat jetzt noch 20 Minuten, da werde ich mal schnell Luftdrücke rausfahren. Ich gehe ja dann circa 20-30 rein. Das Auto. Nein!
Ja, die fahren ja auch Arrow, aber er kann halt noch schneller, theoretisch. Wir kassieren einfach keine DT mehr und das ist gut. Wenn die DT nur so kassieren oder so, das spielt keine Rolle. Car on the right. Clear on the right. Die kassieren keine DT. Die sind nicht dumm. Glaube ich nicht. Ja, wir müssen jetzt in einer Stunde 30 Sekunden zufahren, das geht nicht. Schaffst du nicht mit dem AMG gegen den Porsche auf der Strecke. Nicht möglich. 11 Runden noch, Michel. Bereit, ich gerade drücke vor. Michael? Können wir mal die ganze Theorie beiseite legen und eins fahren? Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Doch, die fahren nicht so schnell Rundenzeiten gerade. Die stecken auch im Verkehr. Ja, dann fahr bitte 30 Sekunden in den nächsten 2 Stunden noch zusätzlich oben drauf zu. Ich weiß, wegen dem Boxenstopp. I know. Ja. Wir brauchen noch 30 Sekunden. Eigentlich jetzt noch 35, weil ein bisschen Zeit hast du verloren am Anfang. Das ist unmöglich. Chat, könnt ihr Michel kurz mal das Spirit Animal erklären? Das hat nichts mit Spirit Animal zu tun. Wir dürfen auch keine Durchfahrtsstrafe riskieren. Ja, weil machen wir doch gar nicht. Weil wir sonst Platz 2 auch noch riskieren. Ja, machen wir doch gar nicht. Lieber den Spatz in der Hand als die Krähe auf dem Dach. Lieber den Spatz in der Hand und die Krähe vom Dach schießen und auch noch naschen und dann geht's richtig nach vorne. Ah ja. So. Hat mein Großvater mal gesagt. Ja, da musst du jetzt... Ach, schwitzt du nicht. Wir sind durch, wenn wir durch sind. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Wir sind durch, wenn wir durch sind. Die Theorie ist jetzt 2 Stunden zu früh. Die Theorie können wir machen, wenn wir fertig sind. Nee, ist es nicht, weil wir taktieren müssen wegen den Reifen. Ja, müssen wir. Wir taktieren aber jetzt schon, weil wir so oder so fahren werden. Beide von uns. Wenn du jetzt sagst, dass du das nicht so machen willst, dass du auf P1 gehen willst, dann wird dein letztes Ding kürzer, da kann man keinen Fahrerwechsel mehr machen, verstehst du das? Weil du durchballern willst. Dann muss ich durchballern, weil der Fahrerwechsel wird uns auf unserem Boxenstopp nochmal 15 Sekunden draufhauen. So würde ich in 1,5 Stunden mit demselben Satz Reifen fahren. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst, ja. Ich versuche nur gerade in meinem Kopf durchzugehen, ob du es schaffst, 1,5 Stunden keine DT reinzufahren. Hä? Jeder hat jetzt genauso viele Cuts wie der andere. Nee, also, absolut nee. Mal gar nicht. Du ja, hast gut, zwei, du hast... ich hab einen. Ja, Mimimi. Darum geht's nicht, Michel. Also das Ding ist, ich möchte das Maximum rausholen. Und ich denke, dass wir eins fahren können. Ja, dann muss ich halt die 1,5 Stunden durchfahren. Ich krieg das schon hin. Keine Angst. Ich sag dir so, wie es ist. Eins ist drinne. Ja, dann müssen wir es probieren. Aber müsst ihr den Kater halt jetzt leider voll tanken.
Eins ist dicke drinne. Push, push. Acht Runden. Ja. Spikey, ich wechsle bloß. Ich möchte bloß keine Reifen wechseln. Also, wir tanken bloß 60 Liter nach, stehen dafür 15 Sekunden und fahren dann wieder raus. So ist jetzt momentan der Plan. Alles gut, bin da. Oh, Porsche, das Car on the left. Das ist knapp hier on the left. Boah, Kilometer weit weg, Junge. Hetzer, Alter. Wilde Runde. Wo ist Vexus eigentlich? Der hat ja auch ewig nicht mehr geschrieben. Deswegen sag ich, wir müssen 30... Nee, nee, oh, okay. Ja, gut. Wir müssen 30 Sekunden rausfahren. Fahr nach außen.
Was macht der denn für Geräusche jetzt, sag mal? Willst du bitte Licht einschalten? Oder hast du das an? Nee, wir haben doch schon Licht an. Achso, okay, dann wurde es nur bei mir. Wir haben schon die ganze Zeit Licht an. Jetzt muss mal Pippi, deswegen die Geräusche, okay? Reifen sind noch gut. Ich hab Vexus bloß noch was hinzugefügt. Ja, schön BMW. Car on the left. Clear on the left. Ich glaub, was schon entdeckt hat. Und Hatcher genauso. Lieber mehr als bei uns im Bett, oder? Morgen, was soll denn das immer? Nehmt doch die verfickten Geraden, das ist doch viel einfacher für euch. Ihr braucht doch nur 1 Millimeter vom Gaspedal gehen. Einfacher für dich? Junge, ihr macht euch das Leben immer schwer. Ja, Taku, das ist jetzt mal eine Sekunde, aber das verliert der andere auch. Also das gleicht sich aus. Oh, wo bist du denn jetzt? Am PC, Musterknabe? Nexus, genauso sieht's aus. Martin Luther hat's Wasser gespalten. Habe ich das richtig verstanden? Oh, ist der Urlaub jetzt vorbei, oder was? Alter, Maga, wenn du jetzt nicht vom links raus gehst, circa dann sieben bin ich Minuten. Aber volle Esserin. Junge. Circa 7 Minuten. Eher bremsen, Dizzy. Knipse, Alter. Unbegreiflich. Ah, da musst du ja dann übermorgen wieder auf Arbeit, musst du vor der Kurve. Unbegreiflich. Anstatt das 10 Meter vorher zu machen und safe die Kurve dann anzufahren. Es ist unbegreiflich, was manchen Menschen im Kopf rumgeht. Hedger und Vexus sagen nicht mal danke. Ich bin ganz schön enttäuscht. Tobi, grüß dich. Hi. Tobi würde mich nie enttäuschen. Ah, okay. Dann habe ich das überlesen, Vexus. Der Hatcher weiß nicht. Car on the right. Clear on the right.
Jetzt hat er's gecheckt. So, ja, mal sehen. Also, wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben 17 Sekunden. Boah, Junge. Drei Runden mich. Achso, wir müssen ja die Luftbrücke dann irgendwann mal machen. Hätte ich fast vergessen, du. R2, glaube ich. Also die und die nächste noch? Ja, okay. Ich brauche Reifenbrücke noch, ne? Ja, alles am Start. Also wenn du loslegen kannst, sagst du Bescheid. Ja, ich kann loslegen. 26.2. 27.8. Moment. Achtung. Hab ich gesehen. Siebenundzwanzig acht. Mach, schreib mich doch nicht an. 26.3. 27.2. Schlechte Laune, oder? Nein! Du sollst dich konzentrieren, wenn dann du gewinnen willst. Dann mach ich doch! Und dich rummeckern. Vor allen Dingen, wenn ich... Mach, was ist mit dir? Verdammte Scheiße! Was machst du denn da? Alter, auf der Brems... What the fuck? Ja, Mr. Knabe, ich denke schon. Ich muss morgen noch viel erledigen. Und ich denke, ich werde jetzt vier Rennen nicht mitfahren. Was ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Alter, es sind 3 Kilometer geraden. Und vor der Kurve müssen sie den Quatsch immer machen. Weil sie sich immer wieder in irgendwelche beschissenen Situationen bringen müssen. Wie viel Schaden hast du? 7 Sekunden. Rudi, ich verstehe es nicht. Was wiederhol bitte nochmal die Luftbrücke. 7 Sekunden, 26.2, 27.8, 26.3. 27.2 meine ich. Korrekt. Alter, du willst mich doch verarschen. Was ist mit euch, Mann? Junge, das kann doch, Entschuldigung, das kann doch nicht mein verfickter Ernst sein. Komm jetzt rein. Mein Kollektiv, Alter. Das gibt eine Durchfahrtsstrafe. Ja, geil, Alter, weil irgendeiner das Schild umgefahren hat. Ich hab einfach den zweiten Strich gemacht. Ach, fick dich, ey. Auto an? Also, Zündung? Acht,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, bin on track. Snow! Was regnet dann gehabt? Das war das Problem. Ja. Keine Durchfahrtsstrafe, alles safe. Schalte mal an uns vorbei. Hast du Schaden reparieren lassen? Ja, hab ich. Okay. 97 Sekunden. Oh Gott, ey. Und du gehst jetzt mal fix. Dann kommst du wieder. Oh Mann. Und du hast mal schön Schiff in die Glotschlüssel lassen. Nee, muss ich nicht. Lass alles raus. Lass alles raus jetzt hier. Ja, ich ändere das gleich. Nee, brauchst du nicht, das ist meine Schuld. Jetzt nicht mehr. Mann! Das kann doch nicht dein verfickter Ernst sein! Hör auf mich zu verarschen! Weg jetzt hier! Hör auf mich zu verarschen! Nein, mach ich nicht! Geh jetzt weg! Was macht denn der KTM hier? Alter, je später das... Seid ihr voll? Was ist denn mit euch? Ey, wirklich, habt ihr gesoffen? Habt ihr einfach gesoffen? Da kommt fucking P1 hinter dir an. Oh jo, geil, Alter. Ich bremse jetzt hier einfach mal auf 10 km/h runter. Ach was, ich fahr dir nochmal hinten rein. Na klar, super Idee. Sag mal. Kannst du nicht ausdenken, du. Heurige Schlussphase, würde ich meinen. Ja, da stand ein bisschen was im Brand. Ja, die letzte Runde war wirklich nicht mein Ernst. Also der Lexus, was der da gemacht hat, keine Ahnung. Und bei dem Porsche... Guck dir das nochmal im Replay an. Ich glaube, du hast zu spät gebremst. Also guck dir das erstmal an, bevor du meckerst. Ich bin aber nicht voreilig. Ich hab's dir nicht im Replay angeguckt. Aber im Replay sieht das immer alles ein bisschen anders aus. Wisst ihr ja selber. Ja, ist gut. Nee, hab ich nicht. Nee, war ich war zu früh auf der Bremse sogar schon. Hier habe ich schon gebremst. Zwei Autolängen davor. Der Dude stand auf der Bremse. Der ist einfach stehen geblieben. Der ist hier schon zu langsam für die Kurve. Und dann konnte er sich nicht entscheiden, ob er jetzt will oder nicht. Der ist hier, guck mal, ich bin jetzt bei 168. Normale Geschwindigkeit, wohlbemerkt, mit früher Bremsen schon. So, er ist bei 123. Der ist schon 40 km/h langsamer. Entweder, also er hat sich weder entschieden, außen zu fahren, noch hat er sich entschieden, innen zu fahren. Total bescheuert. Ich sag's ja immer wieder. Geht auf den verfickten geraden Millimeter vom Gaspedal. Dann habt ihr so einen Scheiß nicht. Dann habt ihr das einfach nicht. Das ist einfach unnötig. Es ist super bescheuert. Damit macht man sich nur selber Stress. Das ist hier, keine Ahnung, was das soll.
wirklich 168 zu 123. Und ich habe schon früher gebremst. Ich wäre da noch sonst noch härter reingedonnert. Alter, genau dasselbe. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Sind die Leute abends irgendwie betrunken oder so? Der fährt straight fucking durch, anstatt der nach links lenkt. Nö. Einfach straight durch. Jetzt. Also er hätte so oder so die Kurve nicht gekriegt. Also er hätte so oder so die Kurve nicht gekriegt. Hätte er nicht. Also ich habe mich verbremst, yo, auch mein Fehler. Aber er hätte die Kurve nie im Leben gekriegt. Und ich habe auch schon wieder keinen Dunst. Warum? Pass auf jetzt. So, jetzt steht er auf dem Pinsel. Wild. Steht volle Eis auf dem Pinsel. Gibt Zwischengas, warum auch immer er Zwischengas gibt. Und dann geht er von der Bremse runter, obwohl neben ihm noch ein Wagen ist. Also offensichtlich ist neben ihm noch ein Wagen und er geht von der Bremse runter. Maga, das Rennen geht schon 5 Stunden. Das kann doch bitte nicht mein Ernst sein. Ich mache ja keinen Vorwurf, aber wenn du fucking Zwischengas, weil, okay, danke Roxy. Ich mache ja niemanden einen Vorwurf, kann ja mal passieren. Aber du fährst auf fucking 1, Alter, und er jodelt dir volle Esse hinten drin. Volle Granate. Anstatt auf der Bremse stehen zu bleiben, weil neben ihm halt noch ein GT3 ist übrigens. Also hier oben, ist noch einer. Dann bleibe ich doch auf dem Stempel stehen und mach so eng, wie ich nur kann. Und fahr nicht, keine Ahnung, was das hier ist. Nee. Was war da? Ich habe jetzt einiges nicht gelesen, hab irgendwas auch, er macht auch Fehler irgendwie. Das bitte nochmal reinposten, dass ich mir das nochmal durchlesen kann. Ich weiß nicht, ob das Tim war. Verstehe ich nicht. Aber am meisten den anderen verstehe ich gar nicht. Den hier. Achso, ja, der muss noch einen vollen Stopp machen, ja, das habe ich gelesen. Den habe ich gar nicht verstanden. Der ist völlig, I don't know. Was ist das für ein Platz vor mir? Das ist 11. Das war Drifty war das. Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Also nicht mal ansatzweise habe ich das verstanden, was da passiert ist. Das ist mir völlig unerklärlich, was da passiert. Also geistige Umnachtung, kurz geschlafen, I don't know. Das spielt keine Rolle, wie er die Kurve sonst fährt, Reddy. Es spielt keine Rolle. Er ist in der Kurve zu langsam. Viel zu langsam. Er ist viel, 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 viel zu langsam für diese Kurve. Und das Schlimme daran ist, er weiß nicht, ob er links fahren soll und mich durchlässt oder ob er auf der Linie bleibt. So. Ja, Quatsch, denn ist prinzipiell richtig. Es,
nochmal ready. Es spielt keine Rolle, wenn du da so langsam bist. Wenn du da so langsam fährst, dann fährst du... Also ich gehe nicht davon aus, dass du so langsam fährst, weil die Kurve fährst du nicht so langsam. Aber das Ding ist halt, du siehst, wie er rüber will und dann wieder zurück und sich nicht entscheiden konnte, was er da machen will. So, und das war auf der Linie mit 40 Sachen weniger als ich. Und ich stand auf dem Pinsel drauf und habe schon noch viel früher gebremst. Zwei Autolängen früher habe ich schon auf der Bremse gestanden. Zwei. So, das heißt, ich war schon eigentlich langsamer als gedacht. Und deswegen sage ich zu euch immer, auf den Geraden geht ein Millimeter vom Pinsel runter und ihr habt diese Probleme, habt ihr nicht. So, in einer Runde zweimal. Richtig scheiße. Und das hat uns wahrscheinlich jetzt die Eins gekostet. Das hat uns jetzt wahrscheinlich die Eins gekostet. Nee, Codewort. Es tut mir leid. Das erste Mal in meinem fucking Leben fahre ich auf 1 und hätte die Möglichkeit, auf 1 zu fahren. Da habe ich leider in dem Moment kein Verständnis für. Es ist okay, also ich bin nicht, ich werde nicht beleidigen oder unterstelle den Menschen irgendwas, aber ey, es tut mir leid, wenn da fucking 1 angekommen, dann springst du ins fucking Kiesbett. Dann springst du ins Kiesbett. Oder fährst so weit außen, wie es nur geht. Weil damit willst du nicht schlafen gehen. Rudi, du willst nicht damit schlafen gehen, dass die P1 eine Stunde vor Ende hinten drin gefahren ist, weil du dich verbremst hast und du willst schon gar nicht schlafen gehen mit, du bist P1 hinten reingefahren und hast ihn gedreht. Wieso 1? Weil wir eben gerade auf 1 waren. Auf P1. Eins ist nicht arg optimistisch gewesen. Jungs, das Rennen ist vorbei, wenn das Rennen vorbei ist. Keiner weiß, ob der Porsche irgendwas vorne drauf hat, ob der eine DT kriegt oder was auch immer. Ey, ihr könnt 2 Stunden vorher, das sage ich euch jedes Mal, ihr könnt so viel hochrechnen, wie ihr wollt. Das spielt keine Rolle. Wir fahren auf 1, wir sind auf 1, also können wir auch potenziell 1 werden. Punkt. Michel hat letztes Rennen schon gesagt, nee, wir sind 3, da geht schon nichts mehr auf 2. In der letzten Runde hat Michel P2 angegriffen und überholt. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Was war denn das für ein Siegerschrei gerade? Fastest lap of the race. Ah ja. Und der Bentley hat mir den Windschatten nicht gegönnt. Alter, der Porsche. Are you... Schon wieder. Was willst du machen? Ja, ich sag nichts. Alles gut. Alles gut. Die Zeiten von Schalm sind 1,47,7. Und C. Händler, also vorne die 1, fährt auch Mitte 1,44. Ja gut, aber guck mal, wir haben schon wieder 4 Sekunden verloren. Ich weiß nicht. I know. Was soll ich da machen? Ja. Die werden jetzt gegen Ende des Rennens absolut wild. Der Ferrari ist dämlich, der lässt mich einfach nicht vorbei. Aber ja, ist egal. Lol, Quatsch, Ente.
Nee, die kriegen keine Strafen. Es ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht, regelwidrig. Es ist ja nicht regelwidrig. Aber die Leute denken halt einfach nicht mit. Und sie sind so arg im Stress durch ihre Entscheidungen, dass sie dann Fehler machen. Es ist halt Stress und diesen Stress können sie nicht verarbeiten. Deswegen sage ich jedes Mal, dann verliere eine halbe Sekunde auf der Geraden, aber du hast diesen Stress nicht und kannst in Ruhe fahren. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du mit jemandem zu zweit durch eine Kurve durchfahren kannst, dann lass es bleiben. Dann mach die Tür zu, bleib auf dem Pinsel stehen oder was auch immer, aber zeug nicht so eine beschissene Situation. Don't do it. Das ist halt Käse. Muss man halt mal mitdenken. Aber ist egal, jetzt passiert. Kann man nicht machen. Was hat Schalm jetzt für Zeiten? 1,447 war die letzte. Und Zehentner 1,45 gerade gewesen. Du sollst jetzt 43er fahren, meinst du? Nee. Also ich sag mal, jetzt ist mit unserer äußeren Einwirkung. Also entweder kriegen die vorne noch eine Durchfahrtsstrafe. Also ich denke mal, das Schalm, da kommen wir noch vorbei. Denke ich. Aber vorne, also der Porsche muss auf jeden Fall irgendwas kassieren. Kacki. Ist halt durch die drei Sachen jetzt da, ist halt, ja. Das ist viel seltsam, was man sagt. Also der Porsche ist jetzt 30 Runden draußen. Der wird also demnächst reinfahren. Oh, das könnte knapp werden. Nein, da fahren sie halt nochmal mit 2. Es könnte knapp werden, Michel. Nein, wird's nicht. Glaub mir doch mal was. Die können 80 Minuten draußen bleiben mit dem Klo. Nein, 72 sind die immer konstant. 72 waren die draußen. 72, 73... in den Stints. Das heißt, warte mal kurz, das sind 12. Ja, dann werden sie jetzt gerade so, wenn denn gerade so drüber. Ja, okay. Die werden jetzt gerade so drüber kommen, ne? Okay. Und Schalm fährt 44 Runden. Bleibt ja draußen. Für den reicht's, Wir dürfen halt bloß keine Reifen wechseln. Ja. Dann ist easy. Möchtest du denn zu Ende fahren, das Ding? Oder? Ja, müssen wir doch. Okay. Geht doch nicht anders, wenn du Platz 2 wert möchtest. Warum heißt das denn immer ich? Was soll das denn eigentlich immer für ein Scheiß? Maga, Entschuldigung. Da gibt's nachher aber mal richtige Nachbesprechung, Alter. In WhatsApp, das sag ich dir. Ja, ich muss dann aber noch 2 Autos reparieren heute. Musst du dir dann für morgen aufheben. Ich schick dir erstmal einen Liebesroman, weil das toll ist. Ja, gut. Weil das toll das Rennen ist heute. Erstmal schicke ich dir einen Liebesroman, Baby. Nein, zu spät gebremst. Ah. Jetzt habe ich im Apex Federn gelassen, das sag ich dir. Musik ist schon wieder aus, sehr belastend. Oder? Ja, Michel ist Michel ist immer ein bisschen. Michel fährt ein bisschen wie World Cup, wo 10 Leute vor dem Start und Ziel stehen, weil sie im nächsten Rennen irgendwelche komischen Punkte kriegen. Kilos.
Ja, Kilos. Michael ist ein bisschen viel da gefahren. Bei Michael ist auch ein 24-Stunden-Rennen schon bei 6 Stunden Restzeit vorbei. Da wurde alles durchgerechnet. Das ist übrigens der gute Porsche, ne? Oh! Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Zoom, 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 zoom. I want you in my car. Oh, ich glaube, der Audi ist ein bisschen broken. Wir haben keinen Treffer, ja. Nee, scheint wohl ein anderer Fahrer drin zu sein im Porsche jetzt. Und? Na, vielleicht ist der ein bisschen umsichtiger. Ach so, meinst du das? Hm. Aber ich glaube, da von den Blauen fahren zwei rum. Oh, das kann sein, ja. Alter, das ist... Was? Nee, ich... Heute nicht mehr. Alles gut. Nicht gesagt. Ich muss kurz mal raus hier. Ich muss mich kurz mal akklimatisieren. Gleich wieder da. Schaffst du es alleine, ja, wa? Ja, ja. Bis gleich. Ja, der Verkehr kostet uns gerade einiges. So wieder.
Schön jetzt mal dritte Flasche Wasser heute. Moin, sind Lexer, ich grüße dich. Was geht? Schon wieder was passiert, oder wie? Nö. Okay, ich guck mal zusammen. Okay, Aspro ist ganz schön crazy gerade. Ja, ist dunkel, ne? Ich glaube, so zumindest habe ich das Gefühl, sind Leute etwas nachtblind. Kann mich auch täuschen. Ah, nice Flexor. Was arbeitest du, wenn ich fragen darf? Was du Nachtschicht hast? Twitch Prime is not a crime. Let's go. Zenetic, dankeschön für 2 Monate. Willkommen zurück. Industrie? Oh, okay. Also Fertigung quasi. Hey, mach das, Lupo. Hab einen schönen Abend auf der Couch. Das ist immer abhängig von den Positionen, Raw Royale. Also du kannst halt einen sehr beschissenen Zyklusverkehr erwischen, wo du halt oft in den Kurven überholen musst. Ist halt immer davon abhängig. Oder auf den Geraden. Also so, dass die meisten dann auf den Geraden sind zum Überholen. Also den beschissenen Zyklus habe ich glaube gerade. Ja, ne? Das war mein erstes Bau. Übelst verstanden. Ich hab nur Verkehr. Ja. Wenn schon lange 43er fahren können. So natürlich nicht, das ist klar. Nee, meinst du jetzt das? Also jetzt müssen wir für P1 müsste noch ein Wunder passieren. Also irgendwie ein DT oder irgendwie was. Oder ihr müsst abgeräumt werden. Was denn? Ich hab gerade übelst geschissen, das war übelst befreiend. Ich wollte gerade fragen, ob du einen ziehen lassen hast. Ich wollte gerade fragen. Oh Junge, Knoten einfach geplatzt. Hey, Anonymous, dankeschön für 100 Bits, Junge. Beim Bremsen schön rausgeknattert, das Ding. Ja, bis man sich irgendwann beim Bremsen mal in die Hose scheißt, ey. Das ist immer meine größte Angst. Das ist eine Bremsspur, ne? Das ist eine Bremsspur, das, ja. Fand er nicht so gut. Hat ihm nicht so gefallen.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Und das jetzt hier gar lustig ist? Das meint ein bisschen mehr so mit Dirty Air. Ja, Kussi, danke schön für 13. Okay, 5 Runden fährt Platz 1 in die Box. Du komm rum, Bertha! Mann ey! Ich glaube, irgendwann, irgendwie, mache ich mit dir ein bisschen mal ein Video bei YouTube. Wie lasse ich mich überrunden? Ja, wieso? Weiß nicht, hab's. Ach so. Ich hab so das Gefühl, dass einige Menschen eventuell das mal visuell brauchen. Es gibt manche Situationen, die sind ein bisschen wild, aber im Großen und Ganzen klappt das ja. Also, ich reg mich da jetzt nicht so sehr auf. Na, es ist halt so, wie es ist. Ja, halt natürlich der, ist es so, wie es halt immer, musst halt immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Ansonsten Augen zu und durch, rein! Ja, hat jetzt am Ende leider nicht so gut funktioniert. P1 Unfall beim Überrunden? Was? Kannst du das mal checken? Ne, die 101 ist noch unterwegs. Ah, die haben bloß 4 Sekunden verloren, okay. Ja, die sind aber, die fahren noch. Der hat schön Platz gemacht. Herr Heinrichs, vielen Dank, ich verneige mich vor ihm. Er hat unser Video geguckt. Ja, man muss ja immer sagen, es sind ja nicht alle schwarze Schafe. Und ja, du kannst ja auch mal einen schlechten Tag haben. Oder manche fangen mit Simracing an? Ja. Na? Aber dann solltest du... Hast du auch mal mit Simracing angefangen? Ja, das ist richtig, aber dann solltest du im Discord oder Teamspeak jemanden haben, der dich sowas von anschreit, dass da hinten die 1 geflogen kommt, dass du bitte ins Kiesbett springst. Oder 2 oder 3. Also wenn du auf 30 bist oder so, weil du hast einfach nichts zu verlieren, gar nichts. Yellow Flag in Sector 1, was ist da los? Ja, man, GT4 und GT3 haben sich wieder geküsst und kennengelernt. Weil das ist ungefähr die Sektorzeit, wo der Porsche weg ist. Nee, es ist nicht der Porsche. Nee, der Porsche ist schon auf der Gegend dran. Ist das lol. Ach, das war der Porsche wieder. Der blaue? Mhm. Wild. Also ich meine, als Anfänger mitfahren ist echt nicht schlimm. Ist es wirklich nicht. Aber damit sollte man sich halt wirklich auseinandersetzen. Oder dass du jemanden da hast, der mit dir reden kann. Also die Leute auszuschließen wäre ja Quatsch, weil zumindest niemand da haben, der sagt, du Manga, fahr mal ganz nach außen oder da kommt der und der, mach mal Platz, also halt einen Spotter. Kann auch ein schlechter Tag sein, das stimmt ja. Logisch. Ist halt nur für uns hat das jetzt halt einmal richtig hart getroffen, deswegen
halt unschön. Aber wie Michel schon sagt, kann es eh nicht mehr sein. Black Sauer, eine angenehme Nachtschicht, Maja. Muss hier gut gehen. Arme Sau, ey. Aber viel Spaß. Lass dich nicht unterkriegen. Black Sauer. Das war zum Beispiel jetzt nicht ideal. Jetzt konnte ich Linie nicht fahren. Aber der Wille war da. Sorry Chat übrigens, dass ich gerade so ein bisschen aus der Haut gefahren bin. Das hat mich wirklich ein bisschen geärgert. Also ein bisschen sehr. Ich hoffe, ich habe keinen beleidigt, aber habe ich glaube ich auch nicht. Habe alles rausgepiepst. Nee, ich habe keinen beleidigt, glaube ich. Weil das möchte ich heute nicht. Jemand hat einen Durchfahrtsstrafe kassiert. Nö, ich komm nicht, Psycho. Platz 5 in Durchfahrtsstrafe. Wie oft haben wir denn jetzt schon überrundet? Bist du jetzt das dritte Mal gewesen? Bild. Ne, wir sind eine Runde, haben wir eine Runde 60 Sekunden Vorsprung. Weil bei 101 im Chat heißt es Strafe. Also da das Game keine Strafe vergeben hat, ich wüsste nicht, warum es eine Strafe geben sollte, ehrlich gesagt. I don't know. Wisst ihr, genau deswegen gucke ich mir sowas meistens nicht an im Stream und rede auch nicht darüber, weil das entscheidet die Rennleitung. Oh, schon in der Box. Es gibt keine Live-Reko, Federchenfrost, also es kann auch im Nachgang Strafe geben. Diesmal riecht er. Ja, driftig, alles gut. So, dann mal sehen, wie viele Sekunden wir da vor dem rauskommen. Also Drifty. Ah, der fährt schon wieder. Ich weiß, dass du ein bisschen schmunzeln wirst, aber danke, das hat P1 gekostet. Küsschen geht raus. Alles gut, Drifty. Total unnötig überholt, aber ich muss es jetzt einfach machen. Du warst echt ganz schön langsam in der Kurve, Drifty. Also ich habe schon zwei Autolängen früher gebremst als du. Also als normal.
Und ich bin dir voller Esse hinten reingedonnert. Du warst richtig langsam. Alles gut, Drifty. Passiert, mein Gott. Für die Fans, genau. Okay. Am Ende des Tages können wir es nicht ändern. Nur draus lernen. Der Witz an der Sache ist, Drifty, du konntest dich auch in dem Moment überhaupt nicht entscheiden, was du willst. Du bist erst einmal rüber und dann bist du aber wieder rauf auf die Rennlinie. Und ich konnte darauf nicht reagieren, weil du bist halt erst einmal so und dann wieder zurück. Deswegen bin ich hier reingedonnert. Hätte ich das jetzt früher gesehen, dann wäre ich halt rübergefahren oder irgendwo anders hin, um dir auszuweichen. Aber du bist erst so und dann bist du ja zurückgekommen. Das war echt uncool. Wilder Ferrari. Doch, ich wollte abbiegen. Hab ich gesehen, wie du reingeflogen kamst und wollte aufmachen und dir Luft lassen. Guck mal, die Bremsen von mir. Ja, wie gesagt, Shifty ist okay. Passiert. Das wäre so ein Five-Head-Move. Drifty? Oh Mann. Oh. Ich war gerade so sauer, Drifty, Alter. Man hätte halt, also kann man immer noch, aber ey, wir waren so gut unterwegs, ne? Und dann stehst du einfach in fucking Turn 1 auf der Bremse. Mit dem Anker, Junge. Ne, mit 5 Anker. P3 ist jetzt eigentlich P1. Also das dritte Auto hier aus der Reihe, was dort vorne zu sehen ist, das ist unser Gegner. Der jetzt gerade rumfährt. Genau. Ja. Das ist daher Schein. Er hat einfach kein Leben mehr. Nee, in einem 24-Stunden-Rennen wäre es nicht so schlimm gewesen, Void Ray. Da hätten wir noch genug Zeit gehabt, darauf zu reagieren. Okay, ich schalte mir jetzt in. Oh, bei 23? Nee, 36 Runden ist er reingegangen. Das heißt, er wird jetzt gleich Dings donnern. Was denn? Map 1. Der ist vorher Map 2 gefahren. Der fährt die ganze Zeit. Nein, ist er nicht. Nein. Der ist zwischendurch, der ist schon zwei Stints, drei Stints ist er schon Map 2 gefahren. 44 Runden, 44 Runden. Der ist dreimal 44 Runden gefahren. Und wir sind 35 gefahren. Das heißt, er fährt Map 2. Jetzt fährt er Map 1. Also jetzt macht er richtig Attacke. Ach, Drifty, ey. Danke, dass du meine Tränen getrocknet hast. Alles gut, Drifty. Ist nicht so schlimm. Du musst damit heute Nacht schlafen, nicht ich. Ich glaube, das ist schon Strafe genug. Ich habe O-Tränen in den Ohren. Ja, Michel, seine Tränen kommen auch raus. Warte mal. Thorsten, Mensch, Tag gesagt. Ja, du bist ein bisschen sehr spät dran. Danke für 10, mein Guter. Oh, guck mal, Thorsten trocknet deine Tränen. Thorsten trocknet einfach deine Tränen. Er kommt einfach mit einem Handtuch vorbei. Wie bei dir war es bloß ein Taschentuch. Ehrlich gesagt ist mir das mit der Live-Rico völlig egal. Das ist mir egal mit der Live-Rico, ehrlich gesagt. Ich würde mir, was das Einzige, was mich noch interessieren würde, ob der. Haben wir letztens mit dem Porsche gekämpft? Ja, ob der Porsche eine Strafe gekriegt hat, als der in Kurve 1 da so reingejietet ist. Das würde mich mal interessieren, oder ob das ein Rennunfall war. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch relativ schnuppe. Schon ewig und drei Tage her. Das Problem ist bloß, dass Schalm jetzt richtig angast und ich jetzt eigentlich noch 20 Minuten Vollpace fahren muss. Dass da die 15 Sekunden nicht zufährt.
zur Runde 1,51. Ja, Box. Nee, dann wird er länger. Reifenwechsel und tanken, weil der muss ja auch Map 1, der muss ja fast 100 Liter reingehauen haben und Reifenwechsel. Ich glaube nämlich nicht, dass der jetzt... Nein, macht er auch nicht. Ja, wollte ich sagen. Wäre fatal, da verliert er zu viel. Wir müssen bloß vor ihm aus der Box kommen, dann jetzt, ist alles gut. Jetzt 2,43. Nee, die 1,51 war keine Outlap. Aber steht doch gesagt, dass es Box ist. Jetzt ist er aus der Box, 2,43. Und ja, aber die 1,51 war, ja genau. Die Outlap. Nee, Inlap, Outlap, fährt doch rein Outlap, in die Box. Outlap, Outlap ist die, wo er dann wieder in die Box fährt. Inlap ist die, wo er praktisch auf die Strecke fährt. In die Strecke. Wer hat sich die Scheiße denn ausgedacht? In die Box rein, Outlap aus der Box raus. What the fuck? Wer hat sich den Quatsch denn ausgedacht? Also welche Intelligenzbolzen hat denn... Okay. Oder ist es doch andersrum? Ich verwechsel das auch jedes Mal. Kann doch sein, dass ich jetzt Scheiße gelabert habe. Oder habe ich es jetzt richtig rum gesagt? Ich weiß es nicht. Outlap ist aus der Box raus. Na, sag ich doch. Da habe ich schon gesagt, oder nicht? Nee, du hast das andersrum gesagt. Du hast es andersrum gesagt. Nein! Willst du mich verarschen, Alter? Einfach von meinem Fehler ablegen und den in deine Schuhe schieben. Nee, du blöder Penner, Alter. Ich wollte gerade sagen, bist du bescheuert? Du bist aufgeflogen. Fuck. Fuck. Exposed. Wir können natürlich jetzt noch eins probieren, wir waren bloß 3 Sekunden hinter Schalm. Wenn wir jetzt in die Box gehen und nochmal alles wechseln. Wie alles? Na, du hast du hast jetzt 62 Sekunden Vorsprung. Du hast 62 Sekunden Vorsprung. Du kannst Reifen wechseln und dann kannst du richtig, richtig angasen. Also dann kannst du richtig Attacke machen. Ja, das war das, was ich vor uns machen wollte. 2x45 Minuten. Ja. Gut, aber vor Reinfahren kam nun mal noch zweimal was anderes dazwischen. Der fährt jetzt 1,44,5. Bist in der letzten gefahren. So, wenn du aber alles wechselst, dann bist du, also 69 Sekunden ist ein Pitstop. Bin ich 8 Sekunden hinter dem. Genau. Dann ist die Frage, ob du in 47 Minuten das zufahren kannst. Vermutlich nicht. Wenn schon, aber überholen wird halt schwer. Ist dein Call, ist deine Fahrfähigkeit. War nochmal meine Luftdrücke, Chat. Sind die mitgeschrieben? Jetzt ist da hier der 1er Porsche wieder hinter uns. Ich weiß deine Luftdrücke leider nicht. Also, hast du nicht ins Discord geschrieben. Okay. Schreib mit. 26,2, 27,8, 26,3, 27,2. Hat das jemand aus dem Chat mitgeschrieben? Braucht doch bloß Klippen. Braucht die Luftdrücke in den nächsten 2 Runden, bitte.
Okay. Wie war der letzte nochmal? Chat, macht das. Okay, denn ich habe die Luftdrücke. Hab's. Okay, perfekt. Muss nur sagen, wann. Jetzt. 26,2. Ja. 27,8. Ja. 26,3. Moment. So, dritter Luftdruck? 26,3. Ja. 27,2. Ja, okay. Mit wie viel Sprint musst du aus der Box fahren? 90, ne? Was ist dein Verbrauch gerade? Oder? Hat Fehler gemacht? ...3,1 89, schreibt der Chat. Sollte auch ungefähr hinhauen. Du fährst jetzt rein? Ja. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt gegen Schmuss eher reinfahren, dass wir uns gegen Schalm covern können. Ja. Ja, schon mit 3,15. Ja, ja. ...80 Liter. Also 85 sollte reichen. Also, dass ich mit 85 wieder rausfahre, korrekt? Ja. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich habe jetzt mit einer Rundenzeit von 45 gerechnet. Okay, ich nehme 89 mit. Ja. Safety first. Oh, nice Kaliber. Abgefahren. Schalm ist jetzt an der Schikane, an der Eng, fährt jetzt auf die lange rechts gezogene Startziel. Hinter dir kommt noch ein GT3. Jo, bist raus. Vor ihm. So, jetzt muss ich halt muss ich halt covern, ne? Du hast keine Reifen gewechselt? Nein! Okay. Wärst du noch länger draußen geblieben, hätten wir die 5 Sekunden noch verloren, weil er einfach jetzt schneller ist mit dem frischen Reifen. Ja, ich weiß. Schalm ist seine schnellste Runde gerade gefahren. 1,41. Ich denke, du hast schon 43er gefahren. Nee, nee. Lol. 43 ist noch keiner gefahren.
Oh, toll. Bloß weil der Bentley mir nicht gegönnt hat. Wir fehlen 25 Hundertstel. Beziehungsweise 26. Hundertstel. 26. Denn der kann ja rankommen, aber überholen ist dann halt das andere. Alles entspannt, das kriegen wir hin. Genau, schwarze Mucke. Keine. Was denn? Nee, wir müssen keine 40 Minuten fighten. Also wenn jetzt nicht irgendein GT4 uns abschießt. Nee, da kommt der, jetzt ruckzuck ran. Doch, doch. Nein, der fährt deine Pace. Der fährt deine Pace gerade. Mit Ausreißern. Der steckt ja auch im Verkehr. Der kann gar nicht so viel schneller sein als du. Wie soll das denn gehen? Schwarze Mucke ist ein ganz schöner Stänkerfritze. Wieso? Ja, der stänkert immer so ein bisschen rein. Der Sack. Gute Besserung, Quasimodo, an deine Tochter, übrigens. Ja, wir haben auch drei Cuts. Haben wir auch. Ach so, P1 hat auch drei Cuts. Oh. Für P1 wird es nicht reichen. Selbst wenn die eine Durchfahrtsstrafe kriegen, das ist durch. Der Drops ist gelutscht. Dieses Jahr fährt 44.1. 44.0 ist er gefahren. Schnellste Rennrunde hat er jetzt. Hä? 44.1 stand da gerade bei ihm. Nee, 44.004 ist er gefahren. Dieser Sack, Alter. Wir hätten mit dem in die Box reingehen müssen. Und alles tauschen. Nee, mit dem Schalm. Ja. Und alles tauschen. Das haben wir halt ein bisschen vermehrt. Richtige Bottas-Mercedes-Taktik. Twitch Prime ist.
Schalm ist in dem Fall Hamilton. Ach so, Schalm ist eine 44.1 gefahren. Entschuldigung, ich dachte, du meinst den Porsche vorne. Verzeih mir. Amun, moin. Wer ist denn die 44? Auch noch mit durchgekommen, der Sack. Ich kämpfe jetzt halt mit stumpfen Waffen, ne? Ja, ich weiß. Schafft man schon. Seine Reifen sind alt, Amun. Der Herr Schalm hat frische Reifen drauf gerade. Wie schmutzig darf ich? Was heißt, wie schmutzig darfst du? Wie, von der Skala von 1 bis 10, wie schmutzig darf ich fahren? 10? Okay. Solange keine Strafen da sind, 10. Nö. Absolute 10. Am besten 13. Scheiße. Hab ich's verkackt. Sorry. Alles gut. Bremspunkt verpasst. Alles gut, nicht schlimm. Scheiße. Fuck! Ich wollte's nochmal außenrum probieren. Jetzt ist eh egal. Ja, fahren wir durch. Sorry. Hätte nicht gedacht, dass da habe ich noch nie einen Cut gekriegt. Ist da P4 jetzt da mit den Gefahren? Nee, ne? 30 Sekunden sind die hinter uns. Alles klar, Amdor. Besser machen.
Ja, ich wollte jetzt halt außen noch mal vorbei, weißt du? Da kommt dass ich mich doch noch mal rein. Ich mich noch mal neibremsen kann. Na, P4 ist noch weit weg. Alles gut. Die Cuts 3, ja. Siehst du, was P4 für Zeiten fährt? 1,46 letzte Runde. Okay. Also wie gesagt, das wäre jetzt der einzige Versuch noch gewesen, wieder an Scheiben vorbeizukommen. Anders wäre es nicht gegangen. Der wäre sonst weg gewesen. Deswegen habe ich die Lücke jetzt ausgenutzt. Naja, ist gut. Dass ich mich da an der Hairpin verbremst hat, das war einfach meine Schuld, war meine Dummheit. Ich hab ein bisschen zu spät gebremst. Ich konnte dann innen nicht mehr zumachen. Hat er gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Starkes Manöver. Sehr, sehr stark. Weil ich den Exit nicht so bekommen hätte, Elektromo. Das war die einzige Chance, dass ich hätte noch vorbeigehen können. Alles andere wäre nach hinten losgegangen. Ach, schade, Mann. Letzte Runde 1,45,3 vom Audi. Der klingt auch im Realen nicht so, oder? Doch. Echt? Klingt komisch. Ja. Okay. So, ich gehe jetzt noch mal kurz vor die Tür. Weben. Ich bin gleich wieder da.
Ja, die gelb-grünen LM4s, die sind irgendwie, hier muss irgendwo ein Nest sein. Ja, ja, das müssen mehrere sein. P3 sind wir halt, ne, Nick? Bin ziemlich sicher eigentlich. So wieder, ne? Mein Büro riecht wie ein Iltiskäfig. Nicht schlecht, Herr Specht. Erstmal noch ein bisschen lüften nachher. Glaube ich nicht. Was denn? Was glaubst du nicht? Dass Nick gegen mich gewettet hat, dass wir nicht P3 wären. Also mindestens P3, Top 3. Ach so. Ah ja, Nick. Hoffentlich rutschen ja die Ärmel beim Händewaschen runter, das sah ich hier. Beim Arsch abwischen geht der Daumen durchs Klopapier. Ja, deswegen reißt du dir ja vorher eine Ecke ab, dass du unter dem Finger nachher wieder sauber machen kannst. The fuck? Und das passiert. Okay. Okay. Kennst du wirklich nicht, Dizzy? Nee. Dass du den Arsch mit einem Stück Klopapier abwischst? Doch, das kenne ich ja. Nee, ja. Der reißt doch vorher auch ein Stück ab. Ja, aber und legt aufs Fensterbrett. Nee. Dann steckt er einen Finger durch sein Klopapier? Ja, ja, ich kenne das, ja, ja. Aber nee. Ja. Dann wischt er immer ab. Faltet das Klopapier über den Finger zusammen. Mhm. Dann macht er mit dem abgerissenen Stück einen Fingernagel sauber. Ja. So. Hände waschen wäre auch nicht schlecht. Brauchst du da dann nicht mehr? Ist da alles sauber? Okay. Riech mal. Riech mal vor allen Dingen. Okay. Okay. Wasch mir Angst. Bleib dort, wo du bist. Danke. Ich, das ist nicht der Porsche. Ist der andere. Nicht der. Nee, der andere. Gibt 69 und 96. Oder? Nee, das ist der Porsche. Okay. Ja, Micho und ich haben eine ganz besonders innige Beziehung zueinander, ja, das stimmt. Das ist richtig. Kommst du nächste Woche mit zum Ultraschall? Nee. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten, tut mir leid.
Du Schwein! Der fährt unsere. Nee, der fährt 1,44er Zeiten gerade. Der Porsche. Wer? Der Porsche. Der interessiert mich ja nicht. Naja. Der Audi ist interessant. Der fährt unsere Pace, ungefähr. So, wir haben jetzt noch 12 Runden. Hä? 13 Runden? Hä? Ich hab grad Time gegained? Ja, es ist 1,46 gefahren. Oh, was ist hier los? Bleib weg. Nimm Platz 1 mit, mach ihn kaputt, dann wären wir Platz 2. Easy. Schön mal eine Runde auf dem Körb gegrindet. Ja, gut aus. Boah, ich glaub, die Reifen sind sowas wie im Arsch, Alter. Die sind richtig kaputt, ja. Oh, da geht überhaupt nichts mehr. Vielen Dank für 50. Ich seh's leider nicht. Doch, 25. So sieht's aus. Es geht wieder. Perfekt. Da hängen bestimmt Sound Alerts. Dankeschön, Flo. Aber nicht Quadraiser. Ja gut, weil ich die Musik jetzt relativ laut hab, deswegen. Hast du Musik an beim Fahren? Jo. Oh, P6 hat die schnellste Rennrunde. 1,43,98. Ja gut, die werden bestimmt noch mal drin gewesen sein und Reifen gewechselt haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also sie sind jetzt fast leer sozusagen. Naja. Keine Musik an? Nee, beim Rennen nicht. Toll. Für die Leute bei YouTube mache ich das dann nochmal aus, dass sie das Rennen in Ruhe gucken können. Ach so, okay. Aber das ist ganz leise. Also, jetzt nicht so, dass das störend ist. Nee, ich hab gar nichts. Ich genieße den Sound vom Auto. Naja, gut, der ist aber einschläfernd. Ja, beim Audi ja. Ja, auch bei Benz. Findest du? Ja. Nee, finde ich nicht. McLaren ist geil. Das war so klar. Oder Nissan! Nissan ist auch gut. Es war so klar, dass das jetzt kommt. Maserati. Der ist auch gut. Das ist, glaube, Maserati ist, glaube ich, der beste Sound vom ganzen Game. Was ist denn jetzt passiert? Nee, Misano ist erst im Dezember. Herr Merkwürden, ich bedanke mich für 10. Dankeschön. Viel, viel, viel Dank. Ich war noch nie so traurig über dem Podium. Ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Ja. Dass du jetzt einen zweiten Platz hinterher holst? Nee, im ersten. Ach, lol. Da haben wir falsch angefangen, Dizzy. Das ist das Problem. Haben wir einfach falsch angefangen. In deiner Welt.
Mensch, rein zahlen. In deiner Simgrid-Welt hast du. Ja, ja, ist okay. Der Porsche hat das ganze Rennen lang nichts falsch gemacht. Das ist sehr, sehr viel wert. Ja, wir auch nicht bis zu dem anderen Punkt. Okay. So, noch 7 Runden. Da sind wir Platz 3, Mann, Dizzy. Nice, zum zweiten Mal. Ja. Okay, bitte einfach P4 machen. Oh Gott, Malle, das solltest du nicht. Immer sind es die anderen, Maga. Das passt hier gar nicht heute, du. Das ist ein Spruch, den Kalenderspruch solltest du lieber heute nicht. P4 und das Rennen gehört dir. Seid so scheiße. Du meinst diese blauen Dreiecke? Das sind GT4s, Horzinator. Also andere Klasse. Doch, der Lexus auch Rapid Finder, da gibt's gar keine Diskussion. Absolut. Auch beide. Zu 100%. Ja, Bentley geht auch. Aber Aston ist halt wirklich sehr langweilig und Audi nervt halt irgendwann mal. Wir können jetzt pro Runde noch eine Sekunde langsamer fahren, wir sind nicht in Gefahr, also ist alles gut. Ja, lässt auch abreisen, war Schwierigkeiten. Also wir haben zwei Fehler gemacht. Einmal das mit dem Sprit und dass wir nicht mit Scheiben zusammen in die Box gegangen sind. Das mit dem Sprint hat uns P1 gekostet. Und das, wenn ich mit Scheiben rein sind, hat uns P2 gekostet. Irgendwann scheiße ich mir wirklich schon in die Hose. Ist doch nicht normal, ey. Ich hab halt eigentlich nur Nudeln gegessen. Wer weiß, was das für Nudeln waren? Ich denke schon, Flo. Der ist ja jetzt nicht unbedingt schneller gewesen als wir, Flo. Schade doch, wo ich bei Dizzy aus der Box bin, hatten wir 7 Sekunden Rückstand. Und den habe ich halt auf 3 Sekunden zugefahren gehabt. Also wir haben 4 Sekunden da rausgeholt. Hat man schon irgendwie hingekriegt, glaube ich. Alter Rapid Finn, wenn du mir jetzt nochmal sagst, ich habe zu spät gebremst beim Lexus. Rudi. Ich hab gerade in den Chat geguckt, da bremst du auf der Geraden, was ist los mit dir? Hab ich gesehen, ja. Da hätte Nick fast seine Wette gewonnen. Ja, ich finde auch, war trotzdem ein super Rennen. Ja. Ich habe nicht bis zu Ende gelesen, Rabbit. Ich habe auch gar keinen Bock, ehrlich. Entschuldigung, Rabbit. Ich will auch gar nicht mehr darüber reden. Mich nervt das. Dadurch ist P3 leider nicht so enjoyable. Es ist halt wie letztes Rennen, wo wir vorbei waren und der Porsche uns einfach abgeschossen hat. Ist genau derselbe Kack. Fehlt halt nicht gut, man.
Flo, Alter, schreib doch nicht sowas. Ich hab's schon gesagt. Ist Oma Lietz jetzt eigentlich die ist Oma Lietz eigentlich jetzt die Oma von Olli Lietz? Wenn das nächste Mal da ist, müssen wir mal fragen. Also ich bin mit B3 zufrieden. Das ist schön. Ja. Das freut mich für dich. Muss das große Ganze sehen. Mhm. So, halt bei dem Lexus nicht so spät gebremst, dann Oha. Jetzt kocht er. Nee. Alles gut. Hast du gelesen, was Sveni geschrieben hat? Ja, ja. Also Flo, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, dann würde ich sagen Nils Naujox. Wiggle Army. Zu 100% kann man das nicht sagen, weil es hat jeder seine Schwächen und Stärken auf den und den Strecken mit den und den Autos. Aber Nils fährt halt so ziemlich alles mit dem BMW fast in Grund und Boden. Ja? Ich glaube, wenn du dem ein richtiges Auto gibst, dann gewinnt er sehr, sehr viele Rennen. Ist halt auch mega konstant, ne? Ja, sofern er gut wird, Flo. Das steht halt noch aus. Wir sind von 3 gestartet. Steht eigentlich da, welches Auto die meisten Lead Laps hat? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, wir müssen jetzt mal ein bisschen auf die Zahlen gucken. Er ist bloß noch 5 Sekunden hinter uns. Mhm. Jetzt fährt er nicht mehr zu. Schon schneller fahren nochmal. Nochmal schön auf alten Pushen eine 43 rausholen. Warte, nee. Nee, das Auto, das ist doch schon wie Schlittschuhfahren, bestimmt. Fährst du schon fast Felgen? Obwohl, wie alt sind die 1,5 Stunden, ne? Ja, ja, so schlimm ist, sollte es eigentlich noch nicht sein. Ja, gut, du hast halt jetzt die ersten 45 Minuten richtig Attacke gemacht, ne? Also. Kann da nicht sein, dass hier nur solche kackgrünen Grashüpfer im Fiers rumfahren? Da sind 2 Stück von. Irgendwie überrundest du dir gefühlt jede Runde. Das sind 2. Also DT ist noch drin, Chat. Wie viel hast du denn jetzt? 1. Ich wollte gerade sagen. Thank you.
Ja, oh, danke für 150 Bits übrigens. Vielen Dank. Ja, zwei Cuts, zwei Kurven. Dafür ist Michel bekannt. Ja. Geht aber nur in Japan. Nächste Rennen ist Japan, 24 Stunden. Schon wieder Suzuka? Mhm. Aber dann mit unserem Team. Wir sind nicht erst Suzuka gefahren? Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mit dir Suzuka gefahren bin. Was bin ich denn mit Wurm gefahren? Spar. 6 Stunden. Ja, Spar bin ich mit Wurm gefahren, aber wir sind da irgendwann mal nach Suzuka gefahren. Bin ich jetzt bekloppt. Wo ich mich so über die BOP aufgeregt hab. Na klar sind wir da zusammen gefahren. Achso, ja stimmt, Comprinder in 12 Stunden. Ja. Follower-Emotes? Gibt's Follower-Emotes? Ja, da hast du ja die beiden DTs kassiert, ja, stimmt. Welchen Platz habe ich? Da hast du die beiden. Eine. Die beiden Cuts kassiert. Ja. Stimmt, da bist du gefahren, Ava und ich. Virtually, vielen Dank für deinen Prime im zweiten. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, stimmt, 4 waren wir da. Wir fahren ja schon wieder mit einem AMG Suzuka. Wir fahren den Rest des Jahres nur noch AMG. Wir sind in allen Cups, in denen wir angemeldet sind, sind wir mit einem AMG angemeldet. Okay, warte mal, jetzt muss ich doch mal noch irgendwas aus den Reifen rauspressen. Das ist aber ein kleines Problem. Ja, Misano fahren wir ja mit Nissan. Wir sind bald gesponsert von Mercedes, pass mal auf. Oh. Beide einfach so ein Brabus-Ding von Mercedes als Firmenwagen. Easy. Da sehe ich uns. Schöner AMG. Ich würde eine E-Klasse, glaube ich, fühlen. Ach hier, das fette Ding, den GL Brabus, schieß mich tot. Das Ding ist cool. Ich weiß nicht, wie das Ding jetzt heißt. Ja, ich würde eh, glaube ich, fühlen. Ja, nicht der Dreiachser-Ding. Hau ab damit. Die haben doch ein GLE umgebaut, oder wie das Ding da hieß. GLS? Hey, GLS ist schon wieder was anderes. Oder war es ein GLS? GLS? Also G-Klasse ist der Kastenwagen und GLS das ist weiß dieser, ich. Dieser andere. Er ist schon ein bisschen rundgelutschter als die G-Klasse. Aber die G-Klasse würde ich auch fühlen. Nee. Schöne S. Schöne E-Klasse, das reicht. Nicht so groß. Klein. Okay, the leader is on the final lap. Oh, perfekt, plus eine Runde, das überleben wir.
Wie nennt man zwei Mercedes an einer Kreuzung? Krieg der Sterne. Ist ganz gut. Also der ist besser als deine. Genau, Dacia. Mercedes Citan brauchen wir. Das ist dann so eine Renault Kangoo Kopie. Einfach nur lächerlich. Bezahlst Mercedes, kriegst ein Renault. GG. Und viele wissen das nicht. Was nochmal? Hä? Nochmal? Ja, Mercedes Citan, ja? Ja. Das ist ja Mercedes. Ja? Da bezahlst du natürlich auch Mercedes-Preise dafür. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur ein Renault Kangoo. Ich habe jetzt Angst vor dem Porsche in den letzten Kurven. Kubelt Audi. Oh, geschafft. Oh. Oh, mein Knie. Alter, der Porsche, ne? Der Porsche, Alter. Oh. An T3, Digga, nice. Ja. Nee. Jetzt eine Milch aufmachen. Abmarsch. Nee, darüber freue ich mich wirklich ehrlich gesagt nicht. Es ist selten, dass sowas passiert, aber darüber freue ich mich ehrlich wirklich nicht. Darüber bin ich eher sogar noch enttäuscht. Auch wenn es P3 ist. P3 von 40 Autos. Ich finde das gut. Ja, ist trotzdem etwas ernüchternd. P3 von 40 Autos mit komplett verkorkster Taktik. Du darfst halt nicht vergessen, dass immer gegenüber allen anderen 50 Sekunden rausfahren mussten. Das vergisst du an der Sache hier nämlich. Plus die Durchfahrtsstrafe, die wir noch kassiert haben. Ja, jetzt lass mal alles, was so nach dem Crash passiert ist, lass das mal weg, weil das ist jetzt passiert, aber der Rest... Niklas, du bist so scheiße, weißt du das? What the fuck? Weil er wirklich gegen mich gewettet hat. Von 75.000 auf 170. Das geschieht ja recht, Mann. Hoffentlich kackst du beim nächsten Furz ein, Junge. Oh. So, ich bin aber fertig für heute irgendwie. Ja, du bist ja sogar noch mehr gefahren. Planänderung war ein bisschen zu spät.